Eichewürfel aus Spessarteiche. Ich mache heute für einen Kunden ein paar Eichewürfel fertig. Wir haben da von ganz kleinen Größen bis zu 1,20 Meter mal 40 Sitzbänke. Und ihr könnt mich heute mal dabei begleiten. Kommt doch mal mit. So, hier seht ihr schon ein paar fertige Würfel. Die Sitzwürfel und eine Säule. Hier hinten sind zwei Eichestämme. Daraus werden Tischplatten. Hier sind schon ein paar geschnittene Ahornscheiben und jetzt gleich. So, jetzt habe ich sie auf der einen Seite abgerichtet und dann im Winkel auch nochmal abgerichtet. Und jetzt werden die auf den beiden Seiten, die noch nicht gehobelt sind, ausgehobelt. Mal, ob der Winkel passt. Ja, wunderbar. So, und jetzt muss er noch nachschleifen. Den habe ich gefasst mit dem Fräser und da brechen wir nur die Kanten mit dem Schleifer. So, ich bin jetzt beim Ölen. Eigentlich finde ich es in dem Fall schöner, wenn man die roh lassen würde, weil ich das mag, dieses helle. Aber die Eiche hat einen hohen Anteil an Gerbsäure, der reagiert, wenn der mit Eisen oder diversen Lebensmitteln und Wasser in Berührung kommt. Und es gibt dann schwarze Flecken, die man zwar rausschleifen kann, aber doch viel Arbeit machen und auch nicht schön aussehen. Deshalb öle ich das jetzt alles mal mit einem Arbeitsplattenöl. Das schützt dann die Oberfläche. Muss auch eigentlich nicht mehr nachgearbeitet werden. Und dann lasse ich das noch 10 Minuten ziehen, nehme das überschüssige Öl ab und dann zeige ich noch mal ein paar Fotos. Dankeschön.